Hier sind die EmsTV News. Herzlich willkommen hier auf EmsTV zu Ihren regionalen Nachrichten. Zu Beginn der Sendung starten wir mit den aktuellen Corona-Fallzahlen im Landkreis Emsland. Das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland meldet heute keine weitere bestätigte Corona-Infektion. Die Zahl der genesenen Personen bleibt ebenfalls unverändert. Als aktuell infiziert gelten 13 Emsländerinnen und Emsländer. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt heute bei 1,5. Bislang verstarben 188 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Wir machen weiter mit dem Einsatzgeschehen von Polizei und Feuerwehr in der Region. Die Maschinenhalle eines Bauernhofes in Ovelgönne im Landkreis Wesermarsch brannte in der Nacht nahezu vollständig nieder. Traktoren, Pressen und weitere Maschinen sowie Ersatzteile und ein Heulager waren in der Halle untergebracht. Diese wurden vollständig zerstört. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu kriegen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus sowie den Rinderstall zu verhindern. Das war unser erstes Augenmerk. Wir sind sofort mit zwei wasserführenden Fahrzeugen direkt an die Einsatzstelle gefahren, haben eine Riegelstellung aufgebaut, parallel dazu über mehrere hundert Meter B-Leitung verlegt, die zum Objekt, eine Drehleiter eingesetzt mit Wenderohr und damit dann die Riegelstellung erfolgreich durchgeführt und beide genannten Gebäude gehalten. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 160.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Und das sind die weiteren Meldungen des Tages. Gestern besuchte der Innenminister des Landes Niedersachsen, Boris Pistorius, das Emsland. Den ersten Stopp legte er an der neu gebauten Sporthalle der Grundschule in Altenlingen ein. Empfangen wurde Pistorius von Landrat Marc-André Burgdorf, Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone und vielen Schülerinnen und Schülern. Diese führten dem für Sport zuständigen Minister ihr artistisches und choreografisches Können vor. Und diese Halle hat es verdient. Sie war, hätte saniert werden können, aber wirtschaftlicher, vernünftiger war es, einen Ersatzneubau zu schaffen. Das ist passiert. 17 Tonnen CO2 werden jedes Jahr gespart. Und wenn man sich die Halle anguckt und gerade gesehen hat, mit welcher Bewegungsfreude die Kinder hier unterwegs waren, uns gezeigt haben, was sie hier alles tun können, dann weiß man, das ist richtig gut angelegtes Geld. Die neue Einfeld-Turnhalle kostete 1,9 Millionen Euro. Mit 400.000 wurde der Bau vom Land Niedersachsen bezuschusst. Also wir sind total froh, das ist unsere erste Veranstaltung jetzt wieder. Die Kinder können jetzt seit knapp einem Monat wieder in der Turnhalle touren. Wir haben super Sportgeräte, wir haben ein Action Center, ein Multimotion Center, zwei Klettergeräte. Und ich bin einfach froh, dass wir jetzt endlich wieder eine Turnhalle haben. Die Halle bietet zwei verstellbare Geräte. Das sogenannte Klettercenter ist rund 3,5 Meter hoch. Dort können die Kinder hinaufklettern und herunterrutschen. Im Multimotion Center können Böden verschoben und in der Höhe verstellt werden. Doch die Halle ist nicht nur für den Schulsport geeignet. Wir werden alle älter. Der demografische Wandel zeigt, dass auch die Seniorinnen und Senioren gerne hier wieder in die Halle reinkommen. Da war beispielsweise das Problem, dass es immer sehr, sehr kalt war unten auf den Fußböden. Das haben wir jetzt anders gelöst. Also solche Dinge, die machen es aus, dass wirklich eine Sporthalle für den gesamten Ortsteil da ist. Nach seinem Besuch in Altenlingen war Minister Boris Pistorius in Sögel beim Kreissportbund eingeladen. Im Haus des Sports klärte Michael Koop über das Leitbild und die Leistungen des Vereins auf. Jeder dritte Emsländer ist in einem Sportverein organisiert. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Fund, was man ins Rennen bringen kann, wenn man auch Entscheidungen braucht zugunsten des Sports. Und wir verstehen uns als Vertreter aller Sportarten, aller Sportler im Emsland. Und wir versuchen da natürlich, das Beste zu erreichen. Aktuell baut der KSB eine Gymnastikhalle. Diese wurde dem Minister ebenfalls vorgestellt. Vor Ort konnte er sich selbst von dem Einsatz des KSB überzeugen. Der Kreissportbund hier im Emsland ist einer der größten, der zweitgrößte in Niedersachsen nach dem der Region Hannover. Also das will schon was bedeuten. Und über 115.000 Mitgliedern in knapp 400 Vereinen, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, ist eine beeindruckende Größenordnung. Aber Größe alleine macht es eben auch nicht und Geld auch nicht, sondern man muss auch was draus machen. Und das gelingt hier,
Nicht zuletzt eben mit dieser großartigen Sportschule hier in Sögel, die eine tolle Arbeit leistet. Allein das Lehrgangsprogramm ist beeindruckend, verglichen mit den Programmen vieler anderer vergleichbarer Schulen. Zum Abschluss des Besuchs von Minister Pistorius gab es noch ein kulinarisches Highlight. Vom Kreissportbund bekamen alle noch eine Bratwurst spendiert. Der Vorhang geht wieder auf und die Theken werden wieder befüllt. Nach 240 Tagen Lockdown öffnen die Kinos der Republik ihre Türen und Säle. Nachzuholen gibt es viel, das weiß auch Kinobetreiberin Amelie Wilde vom Filmpalast in Lingen. Also die meisten Filme werden jetzt nach und nach terminiert. Es ist tatsächlich so, dass prinzipiell bis Ende September aktuell geplant weit über 40 Filmneustarts sind. Das ist eine Mischung aus Filmen, die sowieso für 2021 geplant waren und Filme, die noch vom letzten Jahr nachgeholt werden. Peter Hase ist das beste Beispiel, der läuft jetzt anderthalb Jahre später. Aber ich glaube, es freuen sich nach wie vor alle drauf. Aber es kommen, einige sind natürlich auf die Streamingdienste gegangen, die sind bei uns verloren gegangen. Die sind dann von den Verleihern verkauft worden, aber viele kommen doch weiterhin ins Kino. Beim Kinobesuch gibt es einige Dinge zum Beachten, damit das Leinwanderlebnis auch infektionsfrei bleibt. Also bei uns ist es so, dass die Sitzbelegung im Kinosaal im Schachbrettmuster ist, sodass man immer, wenn man sitzt, entsprechend freien Platz um sich herum hat. Wenn man das Kino betritt, werden die Gäste gebeten, ihre Maske aufzusetzen. Die darf aber am Platz abgenommen werden. Und wenn man den Platz wieder verlässt, muss man die Maske dann bitte wieder aufsetzen. Popcorn und Getränke kann man selbstverständlich kaufen, sonst wär's ja auch kein Kinobesuch. Man kann sich bei uns mit der Luca-App registrieren oder wer die Luca-App nicht hat, kann das händisch bei uns bei den Gästeregistrierungszetteln machen. Und wer die Tickets vorab online kauft, das ist ja auch jederzeit möglich, der ist sowieso dann schon registriert. Einen Negativ-Impf- oder Genesenen-Nachweis brauchen Filmliebhaber und Co. nicht. Lediglich die Maske und Hunger auf die beliebten Kinosnacks und neuesten Blockbuster. Der Verein Tierrettung Emsland arbeitet mit Drohnen, welche beispielsweise für die Rettung von Rehkitzen benötigt werden. Diese sind auf Feldern nicht leicht zu entdecken. Damit sie nicht während Arbeiten auf dem Feld übersehen werden, hilft der Verein bei der Bergung der jungen Tiere. Mit Drohnen werden die Kitze aufgespürt und anschließend geborgen. Über den Bund wurde die Anschaffung neuer Drohnen gefördert. Wir fördern auf Bundesebene Tierretter. Dafür haben wir Gelder zur Verfügung gestellt über das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und unterstützen damit zum Beispiel Vereine wie die Tierrettung Emsland e.V. Denn die Anschaffung einer Drohne, die gut ausgestattet ist, ist teuer. Das geht schnell in die Abertausende. Insgesamt kann sich der Verein gleich zwei neue Drohnen zulegen. Diese werden die ehrenamtliche Arbeit der Tierretter erleichtern. Die Förderung vom Bund haben wir bekommen, damit wir uns zwei hochauflösende Wärmebildkameras anschaffen können, die wir brauchen, um effektiv größere Flächen abfliegen zu können. Was wir vorher mit kleineren Kameras gemacht haben, die also in der Auflösung nicht so hoch war, da waren wir an eine bestimmte Höhe gebunden. Da war die Gefahr auch hoch, dass wir in die Bäume reinfliegen. Und dadurch, dass wir diese Kameras jetzt haben, können wir wesentlich höher fliegen. Haben dadurch eine breitere Flächennutzung, was wir abfliegen können. Und dann schaffen wir mit unseren neuen Piloten mehr Fläche und sind in dem auch sicherer bei der Suche für die Kitze. Je besser die Technik ist, desto besser kann geholfen werden. Und zu retten gibt es viele. Deswegen braucht der Tierrettung Emsland e.V. immer Leute, die mitmachen. Auf der Webseite tierrettung-emsland.de finden Sie weitere Informationen zu dem Verein. Das war's auch schon wieder mit den MCV News für heute. Ich freue mich natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.